Dass Portal 2 ein zeitloses Meisterwerk ist, brauchen wir ja wirklich niemandem mehr erzählen. Eine offizielle Fortsetzung ist aber selbst nach 13 Jahren nicht in Sicht. Das ist zwar schade, aber andererseits gibt das auch vielen anderen Entwicklern und sogar Fans die Chance, diese Lücke mit ihren eigenen Kreationen zu füllen. Ab und zu entstehen dabei echte Perlen, wie zum Beispiel Portal Stories Mel oder das hirnverknotende Portal Reloaded. Und von so einem Kaliber ist auch das brandneue Portal Revolution, das am 6. Januar auf Steam erschienen ist. Auch das ist eine aufwendige Singleplayer-Mod, die ihr komplett gratis runterladen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine PC-Version von Portal 2 und schon seid ihr startklar. Und ja, der Download lohnt sich wirklich, denn auch wenn Portal Revolution vielleicht nicht ganz an die Qualität des Hauptspiels rankommt, ist es trotzdem so gut geworden, dass jeder Portal-Fan damit ganz sicher eine Menge Spaß haben wird. Thank you for volunteering. The door will open in 3, 2, 1. Portal Revolution ist zeitlich zwischen dem ersten und zweiten Teil angesiedelt. Ihr spielt darin zwar eine neue Heldin, doch der Einstieg dürfte euch trotzdem vertraut vorkommen. Ihr werdet nämlich auch hier zu Beginn aus dem Tiefschlaf geholt und sollt euch dann darum kümmern, das halb verfallene Aperture Science irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Dabei stehen euch zwei dauerplappernde Persönlichkeitskerne zur Seite, die euch ganz ähnlich wie im Hauptspiel durchs Abenteuer begleiten. Beide Charaktere sind vollständig auf Englisch vertont und die Sprecher hängen sich ordentlich ins Zeug. Das ist also ein Atmosphäre Plus, auch wenn man da klar sagen muss, dass Portal Revolution hier zu keinem Zeitpunkt den grandiosen Wortwitz oder die Sprecherleistungen von Portal 2 erreicht. Ah, of course. And so close to the finish line, another chamber. Well, I don't see any way to help you here. You'll just have to do it the old-fashioned way. An Valve kommt man eben nicht so einfach ran. Das gleiche gilt für die Inszenierung. Auch in dieser Hinsicht hat das 11 Jahre alte Hauptspiel immer noch deutlich die Nase vorn. Für ein Fanprojekt ist die Story aber trotzdem absolut gelungen. Als Zwischenkapitel fügt sich das Ganze gut ins Portal-Universum ein. Das liegt auch an den stimmungsvollen Schauplätzen, die sich die Entwickler ausgedacht haben. Es geht nämlich nicht nur in die vertrauten, demolierten Testkammern, sondern ihr verbringt auch wieder viel Spielzeit hinter den Kulissen von Aperture Science und knobelt euch durch finstere Kellergewölbe, gigantische Hallen voll monströser Maschinen und taucht auch wieder in die tiefsten Tiefen der Forschungsanlage hinab. Anders als in Portal 2 gibt's diesmal sogar ein paar Abschnitte unter freiem Himmel, was man vielleicht schon als kleinen Stilbruch werten darf, aber zumindest sorgt's optisch und atmosphärisch für Abwechslung und das ist ja schon viel wert. Portal-Kenner dürften übrigens etwa 5 bis 8 Stunden bis zum Abspann brauchen, wobei gerade die Anfangskapitel noch sehr einfach gestrickt sind. Da marschieren erfahrene Spieler im Grunde einfach durch. Und natürlich sind manche Abschnitte ohnehin mehr auf die Geschichte und die Stimmung zugeschnitten, da soll man also gar nicht erst festsitzen und knobeln. Aber ihr werdet trotzdem noch in mehr als genug Testkammern und anderen Räumen landen, in denen ihr euch wieder Schritt für Schritt zum Ausgang rätseln müsst. Da kommen Portal-Fans auf ihre Kosten. Die meisten Puzzles sind den Entwicklern nämlich ausgesprochen gut gelungen. Da gibt's schon ein paar Momente, in denen man auch mal ein bisschen grübeln muss, bis man auf die Lösung kommt. Allerdings sind die Rätsel nie so unübersichtlich oder verschachtelt, dass man irgendwann vor lauter Schaltern, Portalen und Geräten kein Land mehr sieht. Meistens hat man ein klares Ziel vor Augen und kann sich darauf konzentrieren. Wenn ihr also schon mal das knifflige Portal Stories Mel gespielt habt und einen ähnlichen Anspruch befürchtet, können wir euch beruhigen. Portal Revolution fällt deutlich verzeihender aus. Ein bisschen ungewohnt ist, dass ihr knapp die Hälfte der Spielzeit nur ein blaues Portal platzieren könnt. Erst später erhaltet ihr eine neue Portal-Kanone, mit der ihr dann wie gewohnt beide Portale an die Wände schießen dürft. Ansonsten kommen bei den Rätseln natürlich die üblichen Verdächtigen zum Einsatz. Es gibt Schalter und Würfel zum Beschweren, Magnetfelder, Sprungbretter und so weiter. In einem Abschnitt dürft ihr wieder mit Bomben hantieren und Fenster zerdeppern und auch die drei typischen Gelsorten sind mit an Bord, mit denen ihr dann wie gewohnt die Level einsauen und ein paar fortgeschrittenere Puzzles knacken könnt.
Es gibt aber auch ein paar neue Mechaniken. Zum Beispiel könnt ihr hier und da mal einen Schalter drücken und so beispielsweise einen Ventilator anwerfen oder den Strom abschalten. Dadurch fallen dann zwar störende Energiefelder aus, aber es bringt auch wieder ganz neue Probleme mit sich. Es gibt außerdem Sprinkleranlagen, die Gel wegwaschen können, was in einigen kreativen Puzzles zum Einsatz kommt. Und ab und zu begegnet ihr auch Röhren, die Objekte wie Würfel, Gelbatzen oder Robotergeschütze ansaugen oder wegpusten können. Eine sehr nette Mechanik, die buchstäblich frischen Wind ins Gameplay bringt. Ebenfalls neu sind diese Würfel hier, die so ähnlich wie kleine Portale funktionieren. Wird so ein Würfel nämlich von einem Energiestrahl getroffen, kommt er einfach bei seinem Gegenstück wieder raus. Und das ist eine schöne Ergänzung, die für unseren Geschmack ruhig noch etwas mehr genutzt werden könnte. Alles in allem liefert Portal Revolution so ziemlich alles, was ein ordentliches Portal auszeichnet. Clevere Puzzles, dichte Atmosphäre und einen guten Spielfluss, der bis zum Ende motiviert. In Sachen Story und Inszenierung muss man natürlich Abstriche machen, es handelt sich immerhin nicht um ein kommerzielles Produkt, aber für ein Fanprojekt ist das schon richtig gut geworden. Und es wird noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass es über weite Strecken von einem einzigen jungen Entwickler ausgetüftelt wurde. Der Österreicher Stefan Heinz hatte die Idee zu Portal Revolution bereits im Jahr 2016 und als das Projekt im Laufe der Jahre Gestalt annahm, gelang es ihm, einige Helfer anzuheuern. So stießen mit der Zeit weitere Grafiker, Programmierer und Sprecher zu seinem Team und ihr Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Clan Portal 3 kann und will es nicht ersetzen, aber wer einfach nur mehr Portal 2 will und mit den richtigen Erwartungen an das Spiel rangeht, hat mit Portal Revolution eine starke, kostenlose Fankampagne vor sich, für die andere Studios locker ein hübsches Sümmchen verlangt hätten. Falls ihr Portal 2 also eh schon in eurem Account habt, tut euch selbst einen Gefallen, ladet euch das Ding über Steam runter und probiert's einfach mal aus. Wir finden, der Download lohnt sich auf jeden Fall.